The Dragonbone Chair von Ted Williams, der erste Band der Austin Art-Reihe. Eigentlich ziemlicher ja, Klassiker, kann man schon fast sagen. Ich glaube, es ist der Erstling eines ja, sehr bekannten mittlerweile Autors. Und ja, bin jetzt endlich mal dazugekommen, den ersten Band zu lesen. Wir machen es ein bisschen anders als sonst. Ich werde heute nichts über die Biografie des Autors erzählen. Ich habe ja schon ein Video zu Otherland gemacht. Da habe ich über die Biografie von Ted Williams gesprochen. Also wenn jetzt das jemanden speziell interessiert, dann schaut vielleicht in das Otherland-Video kurz rein. Kommt dann hierher zurück. Genau, und ansonsten machen wir es wie immer. Ich gebe jetzt eine kleine spoilerfreie Summary über den ersten Band. Dann gehen wir in den Deep Dive, schauen uns Sprache, Plotstruktur, Charaktere und Worldbuilding an und am Ende ein kleines Fazit, ob sich das Buch zu lesen lohnt. Ja, worum geht es? Also die Austin Art-Reihe ist, sage ich mal, eine sehr, sehr klassische Fantasy, die auch sehr stark an die Artus-Legende angelehnt ist. Also das merkt man auch in den ganzen Namen. Also, und das Szenario ist folgendes. Also es spielt am Anfang in einer Burg, The Hayhold, und wird größtenteils erzählt aus der Perspektive von Simon, einem Küchenjungen, der dort aufwächst und der ja zunächst mal so ein bisschen so ein Tunichtgut ist, der irgendwie nichts auf die Reihe kriegt, immer Ärger von seiner Ziehmutter kriegt, die da so die ja, wie soll man sagen, also die oberste Chambermaid oder sowas ist. Der König, der Regierende, der ist krank, er heißt Prester John, also ich glaube, Johann Pressbüter, glaube ich, heißt er im Deutschen. Also ein Freund von mir liest gerade auf Deutsch, der hat mir ein paar von den deutschen Namen gesagt, ja. Und also Prester John ist also irgendwie der Kriegerkönig schlechthin, der hat irgendwie einen Drachen in seiner Jugend erschlagen und ist dadurch irgendwie zum König da aufgestiegen. Genau, aber dieser König ist schon seit Jahren krank. Hat zwei Söhne, die an unterschiedlichen Orten liegen, die, wo dann auch relativ schnell klar wird, die liegen miteinander irgendwie im Clinch. Da bahnt sich also schon zwischen diesen Brüdern, bahnt sich so ein bisschen ein Konflikt an, der vor allem von dem älteren Bruder, dem designierten Thronfolger, ausgeht. Ja, Simons Perspektive kriegt man das aber alles nur so am Rand mit. Und er wird schließlich der Lehrling von Dr. Morgenis, nehme ich an, spricht man ihn an. Also das ist so ein Gelehrter und Arzt, der in der Burg lebt. Als Prester John dann stirbt, übernimmt eben sein ältester Sohn Elias die Herrschaft. Übernimmt zur Überraschung von allen aber nicht das Schwert seines Vaters, also dieses ganz berühmte Drachentöterschwert, in dem auch ein Nagel, mit dem der Erlöser Usiris Aidon, naja, man möge sich darauf selber seinen Reim machen, an einen Baum genagelt worden ist. Also einer dieser Nägel ist in dieses Schwert eingearbeitet. Dieses Schwert übernimmt er nicht, sondern legt seinem Vater mit ins Grab. Und Elias, also jetzt König Elias, der steht unter dem Einfluss eines sinistren Priesters namens Priratis. Zunächst mal belebt er das Leben am Hof neu, ja, es gibt wieder Feste und Bälle und Turniere und sowas. Aber mit dem Eintreten seiner Regentschaft bricht schon eine Dürre im Land aus und sein jüngerer Bruder Joshua, der verschwindet spurlos. Und Simon entdeckt dann mal mehr oder minder durch Zufall einen Geheimgang in der Burg, sieht dort Priratis, versteckt sich vor dem, geht dann den Geheimgang bis zum Ende und findet ein geheimes Verlies, wo eben Joshua eingekerkert ist, befreit den zusammen mit seinem Lehrer Dr. Morgenis. Priratis kriegt es aber spitz und bricht mit Schergen in die Behausung von dem Doktor eben ein, kommt zu einer magischen Konfrontation zwischen dem Doktor und dem Priester. Prinz Joshua und Simon können getrennt voneinander fliehen. Der Doktor vertraut dem Simon also quasi als letzten Befehl ein Werk an, das er über das Leben von Prester John geschrieben hat und befiehlt ihm so quasi, er muss das zu Joshua in seine Burg Naglimund bringen. Und Simon muss also seine Heimat verlassen und sich da auf eine Reise ins Ungewisse machen, um eben nach Naglimund zu kommen. Und soweit mal jetzt eine halbwegs spoilerfreie Zusammenfassung vor allem des ersten Teils des ersten Bandes. So, und damit gehen wir in den
Deep Dive, also ab jetzt Spoiler Warning. Ich gehe davon aus, wer jetzt noch weiterschaut, kennt das Buch entweder oder es stört euch nicht, wenn ihr gespoilert werdet. Ja, was ist dazu zu sagen? Fangen wir mal bei der Sprache an. Die ist wie immer bei Ted Williams extrem solide. Sogar die Ortsnamen sind durchdacht und machen sprachgeschichtlich einigermaßen Sinn. Die Figuren, wenn sie in der wörtlichen Rede sind, die haben eine ihnen angemessene eigene Sprache. Ja, jeder hat seinen eigenen Tonfall, sein eigenes Vokabular. Die Beschreibungen, die er macht, sind lebendig und evokativ. Was halt ich an der Sprache oder beziehungsweise in der Nomenklatur dieses Buches etwas merkwürdig finde, damit konnte ich also sehr wenig anfangen, waren eben diese Anklänge an die realweltliche Mythologie unserer Welt, also Prester John, der König, Osiris Aidon, wo auch irgendwie klar ist, ja, dass das, also Osiris, der ägyptische Gott, ist, glaube ich, verwechsel immer Osiris und Horus, aber auch einer, also der so eine Auferstehung Geschichte durchmacht. Adon, Adonai, also der Herr aus dem Hebräischen. Also es gibt wahnsinnig viele Verflechtungen in der Nomenklatur dieser Welt mit unserer Welt und ich habe immer darauf gewartet, so quasi, dass es da irgendwie die große Offenbarung gibt, wie die beiden Welten irgendwie zusammenhängen oder was auch immer. Aber das ist anscheinend, also im ersten Band gibt es da keinerlei Hinweise. Das scheint also nur so eine Art Trick gewesen zu sein, um einfach eine vertraute Atmosphäre zu erzeugen über die Namen. Was ich, muss ich sagen, etwas billig finde und wo ich auch sage, das irritiert mich eher, weil ich dann drüber nachdenke, so, hä, wie hängt das jetzt mit der richtigen Artus-Legende zusammen? Also ich hätte es konsequenter gefunden zu sagen, okay, man macht entweder klar, es ist wirklich eine Parallelwelt zu unserer Welt. Wir erzählen die Artus-Legende, aber eben mit Twists. Oder man macht einfach eine komplett eigene Fantasy. Also ich fand das einen Spagat, der nicht wirklich gelungen ist mit der Nomenklatur. Ja, bin gespannt, wie es euch da geht. Ich konnte damit wirklich nichts anfangen. Aber das ist jetzt halt auch ein sehr subjektiver Eindruck. Ja, zum Plot. Es ist eine extrem klassische Plotstruktur, kann man sagen, aber auf hohem Niveau umgesetzt. Ja, also wenn man Geschichten dieser Art kennt, dann kann man die einzelnen Wendungen fast, ja, eins zu eins vorhersehen. Das ist so ein bisschen wie vielleicht bei Schnitt, Bild und Licht im Hollywood-Kino der 40er Jahre. Das ist alles extrem gekonnt und bruchlos. Man weiß eigentlich so quasi, was passiert. Aber es ist eben so gut gemacht, dass es nicht stört. Ja, also es ist so, Simon ist offenbar der Träger irgendwie eines Erbes. Mit seiner Geburt ist nicht alles mit richtigen Dingen zugegangen. Im richtigen Moment findet er das Superschwert. Er ist der Einzige, der es führen kann. Er verwundet einen Drachen. Er wird zum Elbenfreund. Sein Mentor verschwindet genau im richtigen Moment, um ihn da auf seine eigene Heldenreise zu schicken. Neuer Mentor taucht auf. Der König gerät unter den Einfluss von dem Schwarzmagier. Das hat verheerende Konsequenzen. Das Land ist mit dem König so verzwickt, so quasi, dass wenn der König, ja, wie soll ich sagen, also wenn es mit dem König bergab geht, geht es auch mit dem Land bergab. Ein altes Übel soll beschworen werden, ja. Also, was mir ein bisschen gekommen ist als Bild, es ist eigentlich wie ein James-Bond-Film, wie ein guter, ja, du weißt exakt, was du kriegst, wenn du James Bond anschaust, aber wenn er eben gut gemacht ist, dann ist es trotzdem nie langweilig. Und genauso, finde ich, ist die Plotstruktur von Dragonbone Chair. Ja, zu den Charakteren. Simon ist halt ein extrem klassischer Protagonist, der also gerade für eine Fantasy-Welt halt auch gut designt ist, für so eine High-Fantasy-Welt, weil er weiß als ungebildeter Küchenjunge wenig genug über die Welt, sodass der Leser halt sie zusammen mit ihm durch seine Augen erkunden und kennenlernen kann. Ja, er macht Fehler. Er hat Platz für Character Growth, ja, also er ist kein Gary Stu, sie nennen ihn mal am Anfang immer Simon Mooncalf, also Mondkalb, glaube ich, ja, und so ist er auch, er ist so gaxig und ungeschlacht so ein bisschen und ja, tritt irgendwie so von einem Fettnäpfchen ins andere, von daher sehr, sehr klassisch angelegt. Das einzige Stelle, wo ich wirklich sage, mit der habe ich sozusagen einen gewissen Beef, in dem Buch ist, er an einer Stelle tötet er einen Menschen. Also, und das ist auch die erste Bluttat sozusagen, die er überhaupt begeht in seinem Leben. Also er will einen Sithi, also einen Elben, so quasi, der in eine Falle gegangen ist,
will er retten. Also den Mensch hat ihm eine Falle gestellt, hat ihn da, also der baumelt da so kopfüber irgendwie an einem Seil und der Mensch macht sich irgendwie dran, diesen Elben zu töten und Simon versucht ihn davon abzuhalten und ist dann so quasi, als ihn der dann erstmal wegschubsen will oder was, schlägt er ihm mit einem Stein in den Schädel ein und er zeigt keinerlei Reue. Er ist also auch nicht mal traumatisiert irgendwie davon oder sowas oder gerät irgendwie in Schock. Also das fand ich extrem seltsam, dass sagen wir es mal so, ich sag jetzt mal, es wäre was anderes, wenn das so im Herrn der Ringe, also so wie die Orks, die sind ja wirklich nur so Redshirts, die irgendwie so zum Bekämpfen für die Guten da sind, aber das jetzt da so ein Junge einen Menschen tötet, einen anderen und irgendwie keinerlei Gewissensbisse hat oder sowas. Also das fand ich irgendwie so ein, non sequitur. Also das habe ich einfach, ja, das ist unglaubwürdig, finde ich. Ja, die Nebenfiguren finde ich alle gut, aber also ich finde jetzt keines wirklich faszinierend. Also Binabik, das ist so ein Troll, der ja ist eine extrem sympathische Mischung aus Sidekick und Mentor, der ihm also halt Einblicke in diese größere Welt geben kann, der also jetzt aber auch nicht so ein Gandalf-Verschnitt ist, so quasi, der einfach larger than life ist, sondern sie sind einfach zusammen aufeinander auch ein bisschen angewiesen und sowas. Und also Binabik ist einfach sehr sympathisch, wie er auch geschildert wird als Figur. Also die Figur liest man einfach gerne, finde ich. Prinz Joshua ist, finde ich, ein bisschen cardboardartig, so der gute Prinz. Er ist ernsthaft, er ist pflichtbewusst, er ist melancholisch wegen der verlorenen Liebe. Ja, also das ist so ein bisschen Cookie-Cutter-artig, finde ich. Elias ist seltsam, weil er sozusagen, bevor er unter den Einfluss dieses Priesters geraten ist, wird er schon so ein bisschen so als grob und laut geschildert, aber nicht als eine unedle Natur. Also er wird schon als kompetent und als guter Krieger geschildert. Also ich check nicht ganz, warum er sich, also, und ich meine, ich bin jetzt schon in der Mitte des zweiten Bandes und es ist noch überhaupt nicht klar, warum er sich auf diesen Pakt mit dem Teufel überhaupt eingelassen hat. Was ich sehr gut gelungen finde, ist die League of the Scroll, also diese Gelehrten, die sozusagen im Hintergrund wirken und versuchen, also die Rückkehr von diesem Storm King irgendwie zu verhindern. Da werden viele nur mit ein paar Pinselstrichen, mit ein paar kleinen gezeichnet, aber jeder kommt in seinem eigenen Charakter irgendwie, finde ich, sehr gut raus. Dieser wirrköpfige gelehrte Doktor in der Burg, dann so die Baba Yaga, die da in ihrem Wald, in diesem Haus auf den Hühnerbeinen lebt, dann der Singing Man Okekuk, glaube ich, also der Lehrer von Binabik, also den lernen wir nur aus den Erzählungen von Binabik kennen, Janauga, der aus dem Norden kommt, etc. Also wirklich viele von denen kriegen nur so ein paar Pinselstriche und trotzdem kann man sie sich irgendwie vorstellen und sie kommen in ihrem eigenen Charakter rüber, also das finde ich ist schon sehr, sehr gut gemacht. Zum Worldbuilding. Ich finde die Art und Weise, wie die Welt vorgestellt wird, wie wir sie kennenlernen dürfen, ist extrem gut gemacht. Also es wird jeweils in wenigen Szenen ein Feeling für die einzelnen Schauplätze vermittelt. Die Kulturen werden jetzt nicht in depth, aber doch mit liebevollen Details irgendwie gezeichnet. Also man kann da schon ein gutes Gefühl dafür kriegen, was das für einzelne Kulturen sind, was die ausmacht. Und er hält so den Eindruck einer Welt, die wirklich auch über diesen konkreten Handlungsstrang, der jetzt in den Büchern erzählt wird, hinausgeht. Und auch diese Vorgeschichte von den Sithi, also von diesen Elben und ihrer Vertreibung durch die Rimmersmen, ist absolut faszinierend, ist spannend, man will da mehr wissen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, also jetzt sozusagen mal, um auf die technische Ebene zu gehen, also es wird ja dann gesagt, okay, der Ineluki, dieser letzte Elbenprinz, als die Menschen dann ihre letzte Bastion da belagert haben, der macht dann, also er baut dann diese Überwaffe so quasi, eine Kombination aus lebendem Holz, was so das Haupttool von diesen Elben ist, und aus Eisen. Und also Eisen ist ja sozusagen der Bane, also der Fluch der Elben. Also das ist das, was ihnen ihre Kraft raubt, was ihnen Leid zufügt. Also Eisen ist sozusagen so dieser Bane und das hat irgendwie so, ich meine, es gibt jetzt, ich bin nie wirklich auf eine Begründung gestoßen, warum das so sein soll, weder in der
jetzt Mythologie unserer Welt noch in einem Fantasy-Buch. Aber so rein vom Feeling, Kulturgeschichte, wie soll ich das sagen? Also so, es ist so eine kulturgeschichtliche Intuition, dass ich sage, kann mir das irgendwie vorstellen, so die Elben oder Feen als die Wesen der natürlichen Welt und das Eisen, das irgendwie aus dem Boden gerissen wird, ja, das da bearbeitet wird. Also das ist halt so das Menschliche, ja, also, da, also die Technologie gegen die Natur so quasi. Und drum ist Eisen irgendwie so der Bane der Feen. Also so vom Feeling her hat mir das immer Sinn gemacht, aber Eisen per se ist sozusagen trotzdem nichts Böses. Und hier ist es sozusagen so, dass diese Kombination aus Eisen und lebendem Holz, die ist anscheinend so das absolut Oberböse. Und das wird mir irgendwie, also das gibt das Buch, finde ich, nicht her, warum das so sein soll. Vielleicht habe ich da auch was übersehen, würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Also sagt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr da eine gute Interpretation dafür gefunden habt, hat mir jetzt nicht wirklich eingeleuchtet. Es gibt auch sonst Magie in der Welt, aber die Regeln werden da jetzt nicht näher erklärt. Also man kann irgendwie Traumreisen machen, die mächtigeren Leute können auch irgendwie Feuer werfen und magische Barrieren aufbauen und sowas. Also ja, das ist so, also relativ klassisches Magiesystem, allerdings mit extrem wenigen Magieanwendern. Also das ist so ein bisschen, ja, das finde ich auch so ein bisschen komisch, so quasi, es wird nicht wirklich klar, wer kann Magie überhaupt anwenden. So quasi, wenn Magie doch so extrem mächtig ist, warum bemühen sich nicht mehr Leute drum, Magie zu lernen? Also es scheint da auch irgendwie Wissen verloren gegangen zu sein oder auch sehr eifersüchtig gehütet zu werden, aber das habe ich nicht ganz verstanden, weil also dieser Priratis, dieser Priester, als der dann mal seine, ja, wenn der dann mal seine Skills irgendwie so einsetzt, dann kann ihn im Grunde genommen niemand aufhalten. Und ich frage mich halt, okay, wenn es so mächtige Magie gibt in dieser Welt und sie einem solche Überlegenheit verleiht, warum versuchen dann nicht mehr Leute, sich dessen zu bedienen? Genau. Ja, was ich ja schon bei der Sprache gesagt habe, ich finde es halt merkwürdig, dass alles so extrem stark an unserem Mythologie angelehnt bzw. direkt kopiert ist. Ich habe dann halt, wie gesagt, angefangen zu overthinken, habe immer auf den großen Reveal gewartet, der das mit der Artus-Legende in Beziehung setzt. Und das finde ich halt für einen bewusst lesenden Leser extrem frustrierend, wenn er die ganze Zeit so eine Karotte sozusagen vor der Nase rumgedängelt bekommt. Und ich warte immer sehr, wann kriege ich jetzt die Karotte? Und dabei gibt es keine Karotte, glaube ich, was das angeht. Also ich glaube, da ist der Casual-Leser besser dran, der irgendwie sagt, ja, okay, der Erlöser heißt halt Osiris Aidon aus. Ja. Ja, also, weil, wie gesagt, wenn man sich von diesen kulturellen Assoziationen mal mitnehmen lässt, dann ist man halt irgendwie, dann fängt man halt an, zu viel drüber nachzudenken, denke ich. Vermute, für einen Casual ist es insofern angenehm, also dass es sich so erzeugt eine Vertrautheit und macht eine Identifikation möglich, denke ich, jetzt für den Casual Reader. Also, wie gesagt, ich finde, ein Fantasy-Buch, also eines, das hoch hinaus will, es sollte eben immer auf zwei Ebenen funktionieren. Es sollte sowohl für den bewusst lesenden Leser als auch für den Casual funktionieren. Und ich habe das Gefühl, hier hat er sich vergaloppiert mit dieser Nomenklatur. Ich glaube, das funktioniert nur für einen Casual. Also wenn da nicht noch ein großer Reveal kommt am Ende. Ich habe das Gefühl, für den bewussten Leser, die auf einen Payoff warten, funktioniert es eher nicht. Jetzt zum Fazit. Also ich finde, es ist ein zwar sehr formularisches Buch, aber diese Formel wird auf extrem hohem Niveau eingesetzt, also oder umgesetzt. Ich habe das Buch deshalb zu lesen angefangen, unter anderem, weil ich ja nach doch einigen frustrierenden Leseerlebnissen im letzten Jahr habe ich mir gedacht, okay, was für ein Autor liefert eigentlich immer so sehr solide Sachen? Ted Williams, die Sache kenne ich noch nicht. Ich will irgendwas, wo ich mir sicher bin, es unterhält mich, ohne dass es Braindead ist. Und genau das habe ich bekommen. Also ich würde mit meinen Kameraden aus dem MMA sagen, stabil. Also kann man absolut zu lesen empfehlen. Also ich bin jetzt auch schon, wie gesagt, so auf der Hälfte im zweiten Band, habe nach wie vor großen Spaß dran und werd die Reihe, denke ich, auf jeden Fall zu Ende lesen. Ja, so viel einstweilen mal von mir. Wie
findet ihr die Austin Art Bücher von Ted Williams? Kennt ihr andere Sachen von Ted Williams? Wie geht's euch mit denen? Wenn euch das Buch interessiert, wir haben einen Amazon Affiliate Link unten in der Beschreibung. Wenn ihr es darüber kauft, dann hilft es dem Kanal. Dann danke ich euch sehr. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.